guckt man den Niederleder an. Sagen der Chokoff ist irgendwie der einzige. Guck dir mal den Esriel da an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Ja, wieder mit dem Reinhard. Hallo, wie immer. Ja, und ich spiele einen schönen Esriel in der Mitte. Der Reinhard, der spielt eine Quinn AD Carry Bot. Dann haben wir noch einen Support Blitzcrank, hoffentlich kann der grabben und warden. Ein Jungle Lee und ein Top Renekton, oder? Jo. Ja. Wahrscheinlich spiele ich Mitte gegen Esriel. Hm. Sehr geil bei Alpfirst zu einem AP Esriel, ne? Ja. Aber vielleicht muss dann Esriel supporten. Ah, Hälfte mal beim Red. So. Gut. Ach Mann, ich wollte eigentlich dieses Mal Jungle spielen für die Aufnahme. Ach, ist egal. Weil dann hätte ich jetzt so in den ersten 5 Parts alle 5 Positionen einmal durch. Na gut, seht ihr dann im nächsten Part. Wenn ich dran denke. Oh Mann, ich hatte mir schon genau ausgemalt, welchen Jungler ich nehme und mir schon den Text sozusagen vorbereitet, wie ich den erkläre und so. Lass mich raten, Udyr oder Volibear? Hä? Hör auf zu erraten, welche Leute ich nehmen will. Oh, fast einen großen Rücken. Ja, gut. Ja, die Kleinen sollte er bekommen. Gut. Wer braucht schon eine Karte? Oh, noch einen drauf und dann kann ich verpieseln. In der Mitte. Und warum werden meine Minions dort zermalmt? Ist das gemein? Oh, cool, in dem Patch steht jetzt unten drin, wie viel AP ich hatte unter meinem Zeichen. Das seht ihr jetzt nicht, aber ist auch egal, wie viel AP genau. Wie viel EP ich habe für das Spiel jetzt. Ach komm, nee, nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, ich glaube es nicht. Schau mal, wen ich... Oh, bam, dafür hätte ich meine Skillshots. Ich habe mir jetzt nämlich lange, lange Zeit wirklich AD Carry gespielt und immer probiert. Ja, toll, der Skillshot ging schon mal in die Hose. Also ich glaube, den meisten Schaden drückst du aber mit deinem Flash und dann dem Auto-Attack danach. Ja. Um meiner W, denke ich zum Schluss auch noch. Ich probier's mal. Die Ulti drückt auf jeden Fall recht gut, der Mensch. Bam! Spielt er auch auf AP oder auf AD? Weiß ich nicht. Er hat wie ich angefangen mit Boots and Pots. Nein! Mist! Aber ich mach den relativ gut down hier. Guck dir den an! Schau mal, der ist hier fast weg, ey! Mit Quinn lässt sich sehr angenehm farmen, muss ich sagen. Ich sollte mich eigentlich mehr aufs Last Hitten konzentrieren. Ach, nein. So. Dash habe ich. Ja, der lässt mir nun den Blue Buff. Heißt Cooldown Reduction. Oh, Volibear supported. So. Danke. Wo haben sie denn Niederleben? Ach, die ist doch AFK. Ja, ja. Stimmt, haben sich ja am Anfang des Match beschwert, habe ich ja so halb mitbekommen. So, Esriel. Finde ich ein bisschen schade. Oh, und er trifft mich auch noch mit seinem... Ich mal gerne ein richtiges Game mit Quinn hier. Richtiges Game, sonst waren es immer nur so Kack-Moves, ne, als Gegner. Nö, ich hatte erst ein Game mit Quinn, das war, wo das letzte Mal Free-to-Play war und das ist schon ein bisschen her jetzt. Ja, das war irgendwie eine Woche, nachdem sie rauskam. Die war wohl nicht so gefeiert, habe ich das Gefühl gehabt. Es geht, also weiß nicht, die ist recht stark, nur als AD Carry gibt es halt schon einige Stärkere. Ja, Draven zum Beispiel. Also ich finde, der ist vor allen Dingen durch seine Äxte sehr, sehr stark. Rain. Ja, Kog'Maw, Ezreal. Ja, Caitlyn. Eigentlich fast jeder außer sie, hätte ich gesagt. Ja, stimmt. Und vielleicht noch Ashe. Die ist sehr lahm. Ash geht, aber die hat halt einen recht hohen Burst, vor allem am Anfang halt. Okay, Esriel ist weg. Aber den habe ich gerade, ja, ich hätte mich eigentlich hinterher der Sport ist irgendwie auch nie einer da, also die Wände stehen so unten am Tower und... Und schaut durch. Hier ist eine Farmlane, also sowas von. Ja, Mitchell ist eigentlich nicht so schwer, der trifft seine Skillshots jetzt nicht so gut wie ich. Oh, oh, Volibear! Ha, Volibear, Kackbuhn! Haha, komm, dive mich doch! Dive mich doch! Dive mich doch!
Oh, was macht der Woolibär jetzt hier, Mitte? Support, ah, Passive bitte. Ausgelöst, wie geil! Hallo, Hilfe! Oh, Nidalee ist wieder da, scheiße. Doch, nein, 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 oh. Oh! Nein, 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 bin ich nicht! Assi! Hier, hier, Lee ihn! Oh, jetzt Double Kill für Lee. Schon erledigt. Pass auf. Wenn er jetzt gut macht. Ich baite die mal ein bisschen. Oh nein. Mitte wieder weg. So. Ich habe ja Teleporter, kann ich mich gleich nochmal. Oh, da kommt der Ezreal. Okay. Okay, der Blitzcrank müsste das Quirben echt mal üben. Bam, ich habe ihn getroffen, wie geil. Ezreal ist jetzt eindeutig weg. Ich habe dem 300 Schaden gemacht und der hat, glaube ich, nur 700 Leben. Also jetzt nur 400. Also Vorsicht da unten, ne? Könnte vielleicht doch noch kommen. Ich drück dem so einen massiven Schaden. Ich glaube, der ist nicht so gut mit Ezreal Mitte. Ich glaube, der wollte AD Carry gehen, aber Sivir hat irgendwie Insta-Login gemacht, bestimmt. Oder umgekehrt. Ja, kann auch sein. Ich hole mir mit ihm. Ach, suche ich mir mit dem. Nee, Magie-Durchdringungsschuh. Ich wäre ja doof, wenn ich als AP Carry Berserker-Schuhe kaufe. Ein Verbündeter wurde getötet. Wo habe ich denn Magie-Fähigkeitsstärke? Nein, ich kann das nicht kaufen. Da hole ich mir Heal-Pots. Und Mana-Pots, der Buff soll weg sein. Der ist sogar schon weg. Ah, nee, da ist er wieder. Nein, ihr hittet meinen Tower an. Hauptsache, der ist Level 5. Was ein Kack-Buff. So. Ja, ja, ich komme schon. Ich habe auch Ulti ready. Also, um das Kunde. Ist ja quasi wie ready. Hallo, Ezreal. Bams. Gelernt ist gelernt. Der Ezreal ist wirklich nicht so gut jetzt. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist Woolibär, aber wenn er von hinten kommt, schmeißt er mich sowieso so, dass ich gerade wegkomme. Ja, nicht wenn er gut ist, dann läuft er ein bisschen um dich rum. Macht der nicht, der nicht. Klar. Oh, 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 er kommt von vorne. Komm mal her. Ah, nee, er schmeißt die Minions. Schön, den weiter anhören hier. Zum Glück habe ich mir Mana-Pots mit. Oh nein, jetzt gegen zwei Mitte. Wird schwer. Ja, Ezreal, der verliert hier aber auch hart. Ich bin ja jetzt nicht so sonderlich oft stolz auf mich im League of Legends, aber hier muss ich sagen, habe ich jetzt mal echt gute Karten gegen einen gewissen Ezreal. Vorsicht. Ach nee, da ist er wieder. Wer braucht denn eine Karte? Trifft mich sogar der Drasier. Ah, jetzt weicht aber mein Skillshot gekonnt aus. So. Ein Gegner wurde getötet. Meine Güte, die hatten so ein Glück, dass ich keinen Buff mehr hab. Ma, jetzt trifft er mich die ganze Zeit, ist der Affi. Wie kann das denn sein? Jawohl. So. Jetzt sagen wir, warum skillt er denn nicht? Tja, Ezreal. Schon kacke, wenn man seine Ulti nicht setzen kann, was? Und so, ich überlebe das mit 20 Affen. Der Gegner wurde getötet. Ich hab ein Glück, sag ich dir. Jetzt wird's aber Zeit. So. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ach komm. So. Wurdet der Blitzkrieg? Ach, Vorsicht, Woolibär. Warte mal, warte mal. Komm, wir sorgen mal auf der Botlane für eine Überzahl.
Nee, nee, lass mal kurz, ich bin gerade weg. Ja, schon erledigt. Mist, die haben genau da drunter ein Ward gelegt. Also ist ein Verbündeter wurde getötet. Zeit loszuschlagen! Ja, okay, kannst von mir aus gerade ein bisschen. Schau dir mal den Wulibär an hier. Der fucking passive. Oh, die Sivir hier. Die stimmt auch. Komm. Ja. Warte, warte, warte. Provozier sie, provozier sie. Ja! Dreifachtötung! Bam! 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 Geil, APS Real ist gut, auch wenn ich bis jetzt eine Magie-Durchdringung und Thorans Klingen-Ring habe. Ich glaube einfach, die Gegner sind jetzt nicht so sonderlich der Burner. Ja, sagen wir so, wir haben hier unten Sivir und Nidalee sehr gut down gehalten. Gibt's irgendwie was Vergleichbares mit Frostquell-Handschuhe? Wenn, nur auf AP? Lichbane, praktisch. Achso. Okay. Was macht Cho'Gath jetzt hier? Na cool, wo habe ich Blue Buff her? Ach, von Bullybear. Nice. Wow. Ups. Da musste ich jetzt mal flashen, weil ich gerade keinen Dash ready hatte. Oh nein. Ja, kack. Der ist schon kacke, Cho'Gath, ne? Wenn man einen Dash hat. Kein Problem. Ezreal ist übrigens nicht besonders schnell. Aber der macht das halt alles durch seinen Dash wieder weg. Ja! Wie geil das jetzt da. Ein Gegner wurde getötet. Oh fuck, ich laufe noch voll rein. Blutrausch. So. Einmal den Ezreal da an. Oh, mein Minion hat für mich geblockt. Ne, komm, ich mach jetzt mal DR Tower. Oder Ezreal am Tower. Komm, Ezreal. Ach man, ich hab geflasht. Oder nicht geflasht, sondern gedasht. Oh nein! Er drückt tatsächlich Schaden. Ja, sorry, das hatte ich bis jetzt nicht so mitbekommen. Ich meine, ich habe 5-0. Jawohl. Ah, Alter, jetzt spiele ich hier dauerhaft gegen zwei Mitte. Soll ich mal kommen? Ja, willst du? Haben wir unten ausgepusht. Obwohl Renekton schon mit hier noch ganz in der Nähe. Was war denn die Ezreal Ulti jetzt bitte? Ah, Vorsicht, die Quinn ist auch hier. Ach, hier bist du. Ich dachte, du wärst Blitzcrank, sorry. Ah, komm, lass mal ein, zwei Farms oder so. Ja, sorry, aber ich will jetzt erstmal bitte zurückgehen. Ich bin nicht so bei vielem Leben. So. Ein Verbündeter wurde getötet. Unaufhaltbar. Oh, wie heißt Lichbane nochmal auf Deutsch? Doppeltötung. Robin? Schlucht des Lichts. Ein Gegner okay. Wurde getötet. Gottgleich. Yay. Ich mag Quinn. Lass mir! Oh. Der Unsra ist auch noch da. Kam gerade meine Ulti angeflogen, weiß. Ja, den kann ich auch alleine machen mit Level 10. Lee. Ich habe nur 5-0, ich bin nicht so gepeedet. Aber trotzdem denke ich. Ich habe 7-0. Ja, soll ich und mehr farmen? Och, er klaut ihn.
Ernsthaft? Ja. Wahrscheinlich Red Buff oder so. Nee, der hat nur einfach nochmal drauf gedasht, um mir Schild zu geben und hat ihn dabei erwischt. Jetzt verpiesel euch doch mal hier von meinem Kollegen. Ich komm mal mit dir. Oh, Blitzcrank! Oh, cool! Ezreal hat sich aus Blitzcrank Dash noch rausgegrabt. Gedasht. Umgekehrt. Die Ulti von dem war jetzt so ein bisschen besser. Oh nein! Mann! Wie ich alles gerade verkacke an Skillshots, ne? Das ist ja echt lächerlich hier. Warte mal, ist einer von denen, hat einer von denen wenig Leben? Oh ja, das ist hier. Ja, Gott sei Dank habe ich ihm nicht den Panda geklaut. Mein Ulti. Die Minions eingesetzt. Ich komm oben gerade auch noch. Sorry, ich muss zurück. Ich möchte gerne Fluch des Lichts haben. Oh, der bringt mir auch noch Lauftempo dazu, das ist ja geil. Das ja, fast und hat deine Auto-Attacks und haben richtig stark. Ja. Und ich habe halt mehr Mana und mehr Fähigkeitsstärke. 6-0 habe ich, Alter. Schon lange nicht mehr so ein gutes Match gehabt. Vor allen Dingen nicht mit Ezreal. Mit dem habe ich jetzt, glaube ich, erst 5 Spiele gewonnen oder so. Ich werde besser. Achso, ich weiß, warum die nicht so gewendet haben. Es ist noch jetzt gar keine 20. Minute. Was? Ist noch nicht mal 20. Minute und die verlieren schon so hart? Ja, die surrendern wirklich mal. Vorsicht, die kommen gerade alle hoch. Ich durfte wechseln, bis sie da sind. Nein, alles sieht hier. Oh, die drückt ja verdammt viel Schaden, werden die bitte schön so viele. Puh. So viel zu, du bist weg, wenn die da sind. Ich hab gedacht, ich könnte mich noch zurückziehen vorher, aber ja. War wohl eher nicht so, ne? Perfekt, dafür macht der Renekton einfach alles platt. Wow, Alter. Nein! Ah! Oh, scheiße. Naja. Renekton zerfickt hier aber echt alles, er ist so krank. Ja, ich meine, Renekton 10-3 geht. Dominierend. Ich glaube, ich hole mir Hextech. Total die falschen Items bestimmt. Nee, Rabadons hole ich mir. Oder nee, Rod of Ages. Naja. Hol dir eine Träne, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Eine Träne, okay. Und zu was brauche ich die denn aus? Ich glaube, das Herz irgendwas. Okay. Immer auf die Umgebung achten. Ach, soll ich Bot farmen gehen? Okay. Und. Hui! Hier drüben! Ich glaube, hier kam gerade eine Ezreal-Ulti angeflogen. Wir wollten keine mit töten. Und kommst du weg? Ja. Das ist auch Niederlehne, ne? Die hab ich gerade getötet. Die ist voll die Pro-Supporterin. Ich auch, was? Ach komm. Scheiß Telefon, ey. Boah, was drückst du denn an Schaden, ey? Geht doch. Warum? Du hast gerade die Niederlee fast down gemacht mit einem Schlag. Ich weiß, und? So. Komm, greif die mal an. Ich hab Ulti.
Ja, genau. Ich habe auch Ulti. Ja, dann kannst du doch jetzt schon mal reinfliegen und Schaden machen. Ja, also wenn die jetzt nicht so rennen, dann sind die echt doof. Vor allen Dingen, weil mein Part dann unnötig groß wird von den... Weißt du, dann reporte ich die, weil der Part unnötig groß wird. Weil ich meinen drehen können sind nicht mehr. Ist Nidalee noch... Naja, die hat jetzt mittlerweile wieder viel Leben. Oh, Vorsicht, Wulibär, wir sollten hier weg. Tschüss! Loop. Oh, aus Sicht! Nein! Oh, wie sie dich... Oh, wie sie dich holen, ey. Ja, das, so war es richtig schlecht von mir. Nein, und meinen Ulti setze ich auch noch daneben, ey. Na. Ich krieg keine Kills mehr, seit ich den einen tot habe, ne? Ja, ich auch nicht viele. Ich habe einen jetzt gemacht, gerade. Ja. Seitdem. Lol, Hauptsache mal zwei Giants kurz. Wer? Und ich glaube, der Cho'Gath ist relativ dämlich, weil der frisst irgendwie Minions, glaube ich nicht. Ich glaube, der benutzt seine Ulti zum Gegner Last Hit. Naja, das hat nur einfach geklappt. Das hat nur einen Kill. Ich glaube, das war jetzt gerade noch hingeschissen. Boah. Na, so viel Schaden macht die jetzt auch nicht mehr hier am Anfang. So. Gut. Ach komm, oh. Blitzcrank. Na. Oh, verpiss dich doch, der Blitzcrank! Alter! Ich bin dabei. Guck dir mal den Niederleder an. Sagen, der Cho'Gath ist irgendwie der einzige. Oh. Guck dir mal den Esriel da an. Ja, nee, nö. Nur weil die ankam. Ja, ja. Ja, ja, halt mal die Klappe, Nidalee. Halt mal die Klappe. Okay, jetzt hol sie dir, hol sie dir. Oh Mann, ich konnte gerade nicht. Ich weiß nicht, wenn ich gegen Esra gefightet hätte, hätte ich ihn vielleicht sogar töten können. Um die Ass? Nee. Jawohl. Ja, 41-13 und ich bin hab 2 Tode, ey. Und der Lee Sin hat 8-0, oh Gott, oder? Und der Wennington hat 16-4. Komm, warte! Nein! Und ich. Assi versetzt nur meine Ulti, ey. Schäm dich. Ja, ich mach jetzt. Ich hab jetzt schon 2 Tode lang keinen Kill mehr gemacht. Das ist lächerlich, ist das. Gegen solche Kackboons hier. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Schaden. Sagen Quint, kriegt dich dann. Ach komm! Es ist doch lächerlich! 6-3, du! Dann lade ich mich hoch, das Video, ehrlich, gegen solche Moves. Okay, die Nidalee bekommt den vielleicht noch. Nein. Na. War vielleicht doof von dem da jetzt reinzugehen. Nein, wartet. Ah, wartet. Ich bin bei euch. Holen wir uns den? Den Cho'Gath? Oh ne, die Sivir. Ja, wie ich meine Ulti jedes Mal ja versetze. Gut. Ja, Kill hier bekommen. Uah. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lee! Lee! Hallo, Lee! Gib mir ein Schild! Gib mir ein Schild, du Kackbuhn!
Oh! Alter! Aha! Es ist doch nicht mehr. Und erst macht der Bitch-Hunter gerade alleine. Ich muss jetzt schnell Hunger, dass ich schneller bäuerisch bin. Ja. Das ist nicht zu rendern, ey. Das ist irgendwie lächerlich. Ja, die werden alle reported. Sag ich doch, wegen großen Paar. You can surrender. You can surrender. Nein! Hat sogar 3-2, wer will denn da aufgeben? Boah, das wäre so fail, da hätten wir jetzt aufgegeben. Wahrscheinlich noch einer zum Spaß oder sowas drauf gedrückt, was er doch ja, was einer gemacht hat, wäre das Spiel alle, noch alle fünf aus Versehen zum Spaß drauf, genau. Das wäre so richtig cool gekommen, so aus Versehen zu rendern. Die denken sich also, what the fuck? So, jetzt können wir Kills machen. No. Make kills, please. Ich will ein paar Kills hier noch. Oh, komm! Bam! Bam! Doppeltötung! Geil! Hast du das gesehen hier? Komm, mach fertig! Mann, ich wollte da gerade drauf flashen, aber ist egal. So, gut. Ja, ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und im anschließenden Bildschirm seht ihr noch einen Screen, wo alle unsere Statistiken aufgeführt sind. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.